So, Fass 4 ist geöffnet. Danke. Dann können wir ja losfahren. 12 Minuten war das Video, das erste war 7 Minuten, dann kam es auf den 8 Minuten, 12 Minuten. Sind jetzt schon 27 Minuten wieder. Das ist ja keine halbe Stunde. Ja, wir sind, da kommt bald die Tagesschau. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja die Vorwahl des Tages. Von der Linie 6, die von Rödelheim bis zu den Spannungsburg. Und dann haben sie da halt einen schönen großen Garten rausgenommen. Das ist was Gutes. Ja, aber das ist halt vielleicht auch nicht mehr lange. Hat da auch was hingebaut? Nee, das Finanzamt hat da irgendwie Gelder gefordert und da hat es halt auf einmal das Ganze nicht mehr wirtschaftlich hinbekommen. Konkurs anmelden und ich finde das eigentlich nicht okay. Also ich finde, ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Missverständnis vorliegt beim Finanzamt. Ich kenne da die ganzen Hintergründe nicht, aber ich finde, das Finanzamt soll einfach den Verzicht machen auf das Geld, was da aufsteht. Die Stadt soll den Garten finanziell Unterstützung geben und das Ganze soll da bleiben. Zu näher ranhalten. Und kannst du hören, ja? Und Wolfgang, hast du mal einen Film gemacht über die Giftbox? Ich möchte gerne mal einen Film über die Giftbox machen. Ja. Weil ich finde das so wichtig. Die Frankfurter Garten sind Projekte gewesen, die alle sowas von fortschrittlich und wichtig sind. Ja. Ne, dieses, der Verteiler. Ja. Was waren da noch für Projekte? Da waren viele Projekte, also Projekte, wo halt jeder, der Lebensmittel hatte, die sonst weggeschmissen worden wären, konnten da hingebracht werden. Jeder hatte die Möglichkeit, sich da was mitzunehmen. Genauso wie die Giftbox, die meiner Meinung nach Pflicht wäre in jedem Stadtteil. Weil es kann nicht sein, dass Menschen funktionsfähige Artikel, alles Mögliche, Elektroware, Kleidung, Haushaltsgegenstände, Bücher, Spiele für Kinder, alles, dass das einfach immer in den Müll wandert, das kann einfach nicht sein. Und dadurch, dass alles wieder neu produziert werden muss, wird die Natur, der Planet immer mehr kaputt gemacht. Und ich finde, es wäre eine Verpflichtung, dass wenn ein Mensch was hat, was er nicht mehr benötigt, aber das ist noch okay, müsste er das in eine Giftbox in seinem Stadtteil bringen, damit ein anderer sich diesen Artikel, diesen Gegenstand nehmen kann, damit wir verhindern, dass zu viel weggeschmissen und neu produziert wird, weil wir langsam wirklich Verantwortung übernehmen müssen für unseren Planeten. Und man müsste das nicht nur langsam, sondern ein bisschen schneller. Ja, sofort. Deswegen bin ich doch auch ganz glücklich, dass die Grünen jetzt doch mit Schwarz-Gelb regieren werden in den nächsten 4 Jahren und dass man dass die Grünen die Vorreiter, was das angeht, mit dem E-Auto, was sie das auch dann umsetzen werden. Hier in Frankfurt? Nee, allgemein deutschlandweit, denn sonst, insgesamt, wie er das angesprochen, wenn das so weitergeht, dann ist es irgendwann wirklich nicht 5 vor 12, sondern dann ist es 5 nach 12 und dann war alle Anstrengungen umsonst. Also ich bin ja der Meinung, auch wenn die AfD völlig unsachlich und völlig kriminell als Nazis bezeichnet werden, finde ich das schlimm, weil das wäre wirklich ein Fortschritt, wenn es nämlich wirklich eine Basisdemokratie gäbe und das will ja die AfD und deswegen wird die ja so angefeindet, weil alle Mächtigen natürlich dann ihre Macht verlieren würden, wenn alle ihre Stimme hätten. Ja? Der Wolfgang Gosbach hat ja gesagt, nicht alle von der AfD. Sag mal, das ging aber der verletzt ja leider nicht. Und das da, das geht nicht so. Das war gar nicht. Ja, wow. Aber warte mal, was ich sagen wollte. Ja, in der Woche. Habe ich den selbst vergessen? So.
Hast du jetzt Empfindung oder so? Ach, das wollte ich sagen, weil du gesagt hast, es muss schnell gehen. Ja. Ne? Und ich glaube, es geht nur dann schnell mit einer Systemumstellung, weil wir eiern doch schon seit Jahrzehnten rum. Und die Grünen machen doch schon seit Jahrzehnten reines Propaganda und es passiert nichts. Meiner Meinung nach würde erst was passieren, das ist aber meine persönliche Meinung, wenn wir eine Basisdemokratie hätten, also die Volksentmündigung endlich mal aufgehoben würde und dann den Menschen, den einzelnen Bürgern, ist die Natur nämlich wesentlich wichtiger als den im Moment rechten Politiker. Dann würde sich was ändern, bin ich der Meinung. Weil die Politiker hängen doch immer mit der Wirtschaft irgendwie zusammen und dann geht es doch immer nur um Geld. Aber den Bürger an sich, dem geht es nicht unbedingt nur um Geld, sondern ja, der möchte... Es geht auch um andere Interessen, die sollen endgültig mal die Politik wahrnehmen, für ernst wahrnehmen und das auch umzusetzen, was den Bürger wirklich interessiert. Und nicht, ob jetzt Deutschland beide Waffen irgendwo hinliegt, da haben sie schon die Nase Gold verdient. Ja? Und dann hat man das, heißt es dann plötzlich, ein Problem mit Asylanten, mit Kriegsflüchtlingen, wo kommt die denn her, wo sind die denn überhaupt hier? Weil sie mit deutschen, amerikanischen, russischen, arabischen Waffen getötet werden. Das ist absurd. Und das sagt, das ist dann in Ordnung in dem falschen Staat. Das ist ganz schön. Und dann heißt es diese Ausländer. Das ist alles ein aufgebauter Hetze, die nicht sein müsste, wenn Deutschland sich aus Kriegsgebieten weltweit raushalten würde. Was